herzlich willkommen bei den Großes. Wir haben heute ein Aufbau-Challenge. Also Max baut heute ein Regal auf, ohne dass er die Anleitung sieht. Ich sage ihm, wie er es machen muss und ich sage jetzt schon, er kann gar nichts. Ein Regal soll das sein. Es sieht relativ einfach aus, muss ich sagen. Nageln kann ich, aber mit Nägeln bin ich nicht so gut. Packen wir erstmal alles aus. Nee, ich muss ja wissen, was ich brauche. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist alles auspacken. Alles auspacken. Also ich muss sagen, aufbauen habe ich mich immer drumherum gewunden früher. Ich habe immer jemand anders machen lassen für mich. Haben wir einen Bohrer oder so oder brauchen wir keinen Bohrer? Nee, oder reichen die Hammer hier? Ist das von Ikea? Ja. Haben sie richtig geschickt auf jeden Fall. Das ist schon mal was Gutes. Komm, nächster Punkt. Und dann brauchst du einmal das schwarze Teil. Ich brauche alles hier. Jetzt erklär mir, was ich machen muss. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ohne Beschreibung. Du nimmst erstmal ein großes Brett. Ja, hier sind vier große, ja. Egal welches. Ja. Ja? Dann, da müssen vier Löcher sein. Oder sechs Löcher, besser gesagt. Das sind sechs. Sechs kleine oder sechs große? Lass ich das auf dem Boden liegen oder? Nee, du stellst das so hin. So was ist das für eine Beschreibung? Ja, einfach so. Und so? Ja, nein, so. So. Willst du mich verarschen? So. Das steht doch so. Nein, so gerade. So. Nicht so, nicht so, sondern so, von dir gerade so. So stell es hier so gerade, also so. Willst du mich verarschen, ob ich das jetzt so hinstelle? Ja, so ist richtig. Oder so, ist völlig egal. Nein. Am besten, ich baue so, dass ich gar nicht mehr an die Dinger rankomme, ja? Gar nicht mehr an die Schrauben und so. Du kannst doch wieder rankommen. Warum diskutierst du mit mir? Mach doch, was ich dir sage. So, ne? Das wird dann. Da sind aber Löcher drin. Auf welche Seite? Ja, also, so richtig. Ja. Genau, oh mein Jalla. Gott. Dann nimmst du noch ein großes Brett. Großes. Genau. Ich habe das Gefühl, du hast selber noch nie was zusammengebaut. Genau. So. Die beiden Löcher müssen auf der Seite sein, umgedreht. So. Ja, und das stellst du daneben bitte so. Einmal. Ja. Dann nimmst du... Das musst du noch. Also bist runtergegangen. Aber das ist. Ich bin hier der Handwerker. Dann nimmst du mal das schmale Brett da. Also das, was du hier machst, das funktioniert absolut nicht. Doch, das funktioniert. Nein, da komme ich nicht mehr ran. Man merkt, dass du noch nie was aufgebaut hast. Man merkt, dass du keine Ahnung hast. Schräg stellen. Ja, schräg, schräg, genau schräg. Genau so in die Mitte. Erste Sekunde habe ich dir gesagt, nicht so. Nö, nee, durfte. Du kannst einfach wegräumen. Das macht doch keinen Sinn. Dann nimmst du noch mal ein kleineres Ding da. Da ist nur noch eins. Bitte? Und leg das dann wieder auf die Seite. Genau. Und wieder alles umbauen. Gott sei Dank bist du froh, es war Profi. Logisches geworden. Denken, ja genau. Das hätte ich schon lange hinbekommen, wenn du es einfach von Anfang an so gemacht hättest. Ja du, weil du gesagt hast, das muss auf die Seite. Dann guck mal von oben schon mal. Sehr gut, so muss das. Das kann nicht stimmen. Das ist 100% falsch. Nein, ist es nicht. Aber das hier ist doch kein Platz zwischen. Wie soll Mach das gehen? Einfach, was man dir sagt. Und hör auf, bitte zu diskutieren und zu schreien. Nein, wenn du es nicht erklären kannst. Ich erkläre das genauso, wie es ist. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Habe ich gesehen. So, und dann? Du musst die Schrauben nehmen. Dann musst du da unten reinmachen. Dann nimmst du die erste Schrauben und machst du hier rein an den anderen. Da sind ja auch zwei Löcher an der Seite. Ja. Hier ist kein Loch. Nicht ein Loch ist hier. Doch, da muss ein Loch sein. Hier ist aber kein Loch. Siehst du das? Das sind Löcher, Schatz. Das ist ein Holzloch. Und dann schraubst du die beiden erstmal zusammen. Soll ich jetzt alles so reindrehen, oder? Ja. Das geht aber nicht. So, die Schraube kommt auf jeden Fall schon mal raus. Einfach, ja, ja, klar. Ja. Ich weiß schon, warum ich das nie gemacht habe früher. Ja, stopp. Das ist das falsche Brett. Da sind sechs Löcher. Ja, dann musst du es umdrehen. Wie umdrehen? Wirklich. Ich verarsche dich nicht. Nee, das weiß ich, aber das ist auch mal früher einfallen, oder? Das ist ja nicht so schwer. Das sind nur zwei Schrauben. Sind ja nur zwei Schrauben, die ich heute schrauben muss, ne? Guck mal, es gibt Leute, die bauen so einen Schrank in zwei Minuten zusammen. Ja. Du bist aber auf jeden Fall nicht einer davon. Nee, du hast noch nie in deinem Leben was aufgebaut. Nach so einer Erklärung ist auch schwierig. Ich weiß nicht mal, wie meine Glühbirne wechseln. Ich Warum soll ich auch eine Glühbirne wechseln? Ja, siehst du? Ich bin doch kein Glühbirnenaufbauer. Ey, geht mir richtig auf den Sack, ne? Du bist kein Mann, du bist eine Frau. Die ihre Tage gerade hat. Ja, ja, klar. Das ist einfach Quatsch. Die beiden da rein. Was ich meine? Ach, dann nehme ich doch den Hammer. Nee. Aber da unten müssen auch zwei rein, oder was? Ich hab Rückenschmerz. Das ist nichts für mich, diese Arbeit. Willst du mich gerade verarschen? Ich bin alt. Ja, so wie du so alt bist zum Kochen, ne? Ja, ich koche sowieso nicht. Das ist nichts Siehste? Neues. Ich kann nicht kochen. Doch, du kannst kochen. Also das hier unten ist auf jeden Fall schon mal schief, das kann ich dir sagen. Ja. Kann ich gleich wieder duschen gehen, ey. Das ist doch nicht so anstrengend, Mann, stell dich nicht ja, mal ja, an. Ja. Das ist voll leicht. Nimmst du den Hammer und machst ein bisschen tack, tack. Ja, ja, hab ich. Nimm doch bitte einfach den Hammer. Sieht echt ein bisschen komisch aus. Wie ich das mache. Das muss da rein, in diesen zwei Löcher. Oder sind ja zwei Löcher, wie kannst du da reinmachen? Das muss da rein? Wie soll das gehen das aber? Richtig. Sag mal. Einfach reinmachen. Ja, dann kann ich das jetzt hinstellen und von oben einfach Warte, machen, oder? Ich sehe einfach, wie perfekt ich das wieder gemacht habe. Oh, halt die Schnauze, Alter. Irgendwas stimmt hier nicht. Tatsache, irgendwas stimmt hier nicht. Ich klatsche dir gleich meinen Latschen gegen deinen Kopf. Das glaube ich eher nicht. Sehr gut, Max.
Wie soll ich das jetzt drehen? Einfach an die Seite hoch. Genau aber so. Aber das habe ich doch eben gesagt. Ich habe gesagt, ich kann das doch so aufstellen. Also nein. Ja, ohne aufstellen hätte ich es doch nicht machen können, oder? Doch, du hättest einfach nur deinen scheiß Fuß so hoch machen können und das drehen können. Soll ich das Ding auf meinen Fuß stellen oder was? Das ist was, wie ihr Frauen aufbaut. Mm, du hast doch nie was gesagt. Das Logik. Ist das erste Mal. Und du tust ja dann noch Profi. Ja, wie bin ich doch. Sieht man doch, wie ich das hinkriege hier, oder? Zack. Und dann stellst du. Siehst du, guck mal, wie gut ich bin, ne? Hättest du mich nicht, hättest du niemals aufgebaut. Ich habe hier den ganzen Haushalt geschmissen. Wer hat die ganzen Möbel aufgebaut? Ich oder du? Die habe ich aufgebaut, als du, da habe ich dich noch, weißt du? Ich habe das alles aufgebaut, Pia, eingerichtet. Das habe ich gemacht. Ich habe das alles eingerichtet und dann habe ich dich aus der Shisha-Bar geholt. Ich habe nicht gesagt, es reicht. Und dann macht man das einfach hier in die Mitte. Das macht doch viel mehr Sinn. Ja, die Anleitung sagt was anderes. Weißt du, was die Anleitung vieles sagt, ne? Oh, meine ich damit. Bleib locker jetzt. So, dass die beiden Seiten. Papa macht das schon. Siehst du, jetzt habe ich nur noch zwei Schrauben. Die mache ich jetzt einfach rein, ne? Genau. Sag ich doch. Wir nähern uns dem Ende. Guck mal, das ist ganz einfach. Oh. Wie viele Schritte sind es noch? Nur noch ein Schritt. Oh. Eine Schraube noch, ne? Das ist dann so, wie wenn man ein Haus kauft, dass man so eine Schere durchschneidet. Das kauft erst mein so Haus. Eine, so ein rotes Band durchschneidet, wenn man was eröffnet. Das ist ja auch nicht das Erste, was ich aufbaue in meinem Leben. Was hast du schon mal aufgebaut? Schatz, ich habe schon ganze Häuser designt. Ich habe alles per Hand aufgebaut. Die Ziegelsteine selbst gemalt, steht dann auch immer dran, designed by Kruse. Man sieht das auch, mit welcher Technik ich das mache, dass ich das schon öfter gemacht habe. Guck mal, das kann auf gar keinen Fall auf dem Boden. Dann würde es ja so stehen. Wir sind jetzt fertig, jetzt kannst du gerne gucken. Also guck mal, erstmal sage ich dir nochmal was. Das hier ist auf jeden Fall nicht gut gemacht, weil hier ist die Kante oben drüber und hier nicht. Also irgendwas ist da falsch, aber... Ja, aber du hast nicht richtig reingemacht, das mit dem Hammer. Das hätte man auch einfacher erklären können. Ich glaube, ja, das ist ja okay, aber ich glaube, das war das Letzte, was ich in meinem Leben aufgebaut habe. So Leute, das war Aufbauen bei den Kruses. Ihr seht, ich bin einfach gemacht dafür. In dem Sinne, weil die Lara immer sagt, dass es so einfach ist. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was die Lara das nächste Mal aufbauen soll. Und wir hoffen auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Lasst einfach mal ein Like da, gerne auch ein Abo und dann sehen wir uns das nächste Mal bei den Kruses. Ciao, ciao.